willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute, ja, reagiere ich auf TikToks, bis ich einmal lachen muss. Wir gucken also, wie lustig ist Hamed seine For You-Page. Scrollen, 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 bis einmal ein TikTok kommt, was ich extrem lustig finde, wo ich lachen muss. Dann endet dieses Video hier. So eine Nicht-Lachen-Challenge-TikTok-Version. Scheiße! Warte mal, ich muss mich mental vorbereiten. Dass ich nicht lache, zählt noch nicht, das zählt noch nicht. Wir haben noch nicht gesagt, dass es losgeht. Okay, ab jetzt, Chat. Man lebt als Ausländer in Sachsen und willst einfach nur mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Nice. Und ohne Witz, ne, so seine Haare, so Face und so Statur. Auch sein Style, Digga, Rockstar, diese Hose ist sehr, sehr cool. Gürtel hat was. Schuhe, weißt du, so. Bruder, ich feier ihn. Warte, ich sag dir ehrlich, ich feier den, Digga. Der ist fresher Typ. Was? Damit fällt man in der Münchner Street. Im alten Lebron-Trikot von Miami Heat. Egal was du brauchst, ob Testo, so der Codein. Von einem Mitte, Goldstein, Süd, ja, der Beat. Frankfurt, Dresch. Das war kein Lachen. Guckt euch diese Typen an. Einmal diese zwei hier. Die sind gut. Was will dieser Motherfucker Fortnite-Skin? Hey! Hey! Ich musste bisher noch nicht lachen. Ich musste bisher noch nicht lachen. Ey, was geht? Dicke Ansage. Dicke kurze Ansage. Ab jetzt, ihr werdet meine Fresse so oft sehen, dass ihr komplett durchdrehen werdet. Warum? Weil ich hab hier jetzt noch ein TikTok. Ein zweites TikTok, okay? Hier kommen dicke Sachen. Dicke, dicke Sachen. Und ich will hier auch live gehen. Also so die 1000 Follower oder so. Ja, ne. Wäre schon Baba, ja. Ich sag nur. Ja, ne. Dankeschön. Wäre schon Baba, ja. Wie oft hat dieser Typ gesagt, dass er jetzt durchziehen wird? Wie oft habt ihr von Popelumut gehört? Versprochen, Bruder, ab jetzt. Ich mache mindestens 2 Videos von der Woche. Mindestens von der Woche. Ich mache 2 Videos, Bruder. Er zieht for real durch. Wir checken ab. Wir checken ab. Ich hatte versucht, ihn zu motivieren. Haben uns geeinigt dafür, dass er 2 oder 3 Videos hochlädt. Alle 2? Okay. Hier war 5 Tage Pause. Es ist besser geworden. Es ist nicht gut. Aber es ist besser geworden. Er macht mehr. Okay, okay, ey. Let's go. Bei Twitch auch? Have you spam in den Chat für Ding? Für Popel? Sag euch ehrlich, Popel Umut ist auch ein sehr, sehr lustiger Charakter. Das heißt, wenn er durchziehen würde, hätte er auch genug Leute, die er mit dem Durchziehen, einfach unterhalten würde, Real Talk. Jump Broke, also Edis ist für mich ganz klar, mein Bruder. Und Jump Broke. Kann sein, meine For You-Page ist sogar manchmal gefährlich, ne? Auf manche Sachen will ich gar nicht reagieren, die ich mir privat angucke. Gerade Edis angerufen, der soll gar nichts machen, gar nichts reagieren oder sonstiges. Oder wenn man in einem, wenn man schlecht gelaunt ist oder weißt du, und man ist... Du siehst gut aus. Dankeschön. Es war noch nichts krass Lustiges dabei, wo ich sagen müsste, ey, ich muss abbrechen, das war zu lustig. Eine Nachricht an die nächste Person. Mach heute eine gute Tat. Mach heute eine gute Tat. Ja? Eine Nachricht an die nächste Person. Ja, schönes Wetter und viel Vergnügen heute Abend. Schönes Wetter und viel Vergnügen heute Abend. Okay, danke. Eine Nachricht an die nächste Person. Und morgen wird das Wetter vielleicht besser. Vielleicht wird morgen das Wetter besser. Ich hoffe. Eine Nachricht an die nächste Person. Shopp nicht so viel. Shopp nicht so viel. Was? Shopp nicht so viel. Okay. Eine Nachricht an die nächste Person. Bruder. Eine Nachricht an die nächste Person. Ich liebe Männer. Ich liebe Männer. No, I only speak English. I love men. No. One sentence for the next one. Love money? Hallo. Love money? Nein, kein Deutsch. Love money? Deutsch. Schönen Tag noch. Du siehst gut aus. Digga, am Ende wurde es zu verrückt. Am Ende wurde es zu verrückt. First Brazilian testen heute Sojuk. First Brazilian. Junge, das hatte mich fast, ne? Eiskalt, das hatte mich fast. Huh?
Scheiße, Bro. Oh Mann, Bro. Das war... Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott. Ah, darüber wollte ich nicht lachen. Ich hab's versucht zurückzuhalten, Chat. Schneid das raus. Das Video ist noch zu kurz. Schneid das raus. Ich hab noch nicht gelacht. Rüber, mach mal keine Witze. Das sind auch nur Menschen, wenn man türkise Haare hat. Oder diese Augenbrauen, Junge. Dann, Bruder, lacht man doch nicht darüber. Alter, Junge, ist das krass. Okay, nächstes Video. Der Lehrer hat gesagt, ich bin Völkerball, Jungs gegen Mädchen. Let's go. Jungs, ich bitte um leise, okay? Also. Ja, ich bitte um leise, ist krass. Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Es geht um, wer mehrere Headshots gibt. Thomas, wer hat... Ich check gar nicht, worum es geht gerade. Ich schwör bei Gott, ich scroll einfach mal weiter. Das habe ich mitbekommen. KSI, Mr. Beast und Logan Paul haben ein neues Produkt rausgebracht. Die haben extrem viel Hate für dieses Produkt bekommen, weil die irgendein anderes Produkt damit nachgemacht haben, aber deren's wohl irgendwie viel, viel teurer ist oder keine Ahnung, Eier lecken. Ich weiß nicht genau. Oh mein Gott, look what I just got. The Mr. Beast, Logan Paul und KSI Lunch League. Oh my God. We got the pizza one, we got the cracker one. Okay. And we got the nacho one. The question is, which one should we try first? If you think we... Ey, Bruder, den Typ, ich feier den nicht, ja? Der macht einfach Content darüber, dass er abgeschoben wird, aber das ist dicke Fake. Also, wenn er wirklich abgeschoben wird, ne, dann mein Beileid, aber Bruder, der macht so viel Content darüber, ich hab... Das gibt mir so alte Barello-Vibes, wo der so gelogen hat, dass er abgeschoben wird und... Ich mag das nicht, Bruder, das mach ich... Du bist das erste Mal in Hongkong und es passiert direkt sowas. Oh my God. Mache Press aus meinem Plot in der Nacht. Jackie Chans deutscher Cousin macht jetzt Musik? Entschuldigung, Herr Schröder. Kinder, geht bitte in den Unterricht. Ja, wir wollten Sie nur kurz, wir machen so ein kleines Video für die Facebook-Seite der Schule. Okay. Könnten Sie vielleicht kurz eine kleine Geschichte aus Ihrem Schulalltag erzählen? Ja, habe ich gerade erlebt, hier auf dem Schulhof. Ja. Salam Gürkan, Naber Muruk. Nasılsın? Sormaya amına koyayım. Yarım saat Lehrerzimmer nennen, önünde bekle dem Schulbescheinigung için. Bruder, nicht mal ich kann so gut Türkisch. Ich kann gar kein Türkisch. Kinlasen kardeş, Kindergeld için amına koyayım. Bütün Hofpause, buku bukuna geçti. Şimdi de iki saat Herr Schröder'nin dırdırını çek. Götüne soksun nominativ, dativ, akkusativ, genitaltief. Ich verstehe auch nicht alles, ja. Aber ich hab das Gefühl... Oder heutzutage, du weißt auch gar nicht, wer Türke ist. Kann sein, er sieht wirklich aus wie der größte Herr Schmidt-Erdkundelehrer und ist in Wirklichkeit Türke. Türken sind so krass Europäer, manche von denen sind blond und haben blauen Augen. Ihr dürft nicht alles auf Türkisch sagen und hoffen, keiner versteht. Kann jeder verstehen. Wer hat das Essen gemacht? Das ist super. Der arme Chat, Mann. Er hat Angst bekommen. Okay, das war ein kleiner Lacher. Es war ein kleiner Lacher, okay? Es war ein kleines Lächlein. Digga, ich hab selber ein bisschen Angst bekommen. Ich so, was macht er jetzt? Dachte ich mir. Hätte auch schief gehen können, ich sag euch ehrlich.